والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزلمة تنبوخ العربية بين يديك، الوحدة الخامسة، الطعام والشراب. الدرس الخامس والأربعون، لكسيون 45، الكتابة، تشخيم. العرض كاف لام نون. Wir haben die drei Buchstaben, Kaf, Lam, Nun. Und hier haben wir einige Beispiele, und zwar Kathir, viel. Ta'kulu, in der Mitte. Er isst. Samaka, Fisch. Und dann haben wir einige Beispiele für Lam, und zwar Lahm, Fleisch. Halib, Milch. Ya'kulu, er isst. Natürlich ist es schön, wenn ihr einige Beispiele damit macht. Sei es jetzt hier auf YouTube, in den Kommentaren oder auf Instagram oder in meiner Seite, in meinem Kanal auf Telegram jetzt. Wir haben noch ein anderes Beispiel, und zwar mit dem Nun. Naum, Schlaf. Waznuka, dein Gewicht. Samin, dick. Und dann haben wir hier eben die Tadribat, die zum Schreiben gedient sind, und zwar Mur biqalamika ala alharf. Also schreib auf den Buchstaben und dann hast du eben Kaf, Lam, Nun und versuchst dann eben selbst zu schreiben. Und auf der linken Seite haben wir dann At-Tadrib Insach, kopiere. Und da müsst ihr dann einfach nur das kopieren. Wenn wir dann hier in der Tadrib Thalatha, Mur biqalimika ala al-Kalima, hier haben wir jetzt nicht Buchstaben, sondern Wörter. Und zwar die Wörter oben, Kathir, Ta'kulu, Lahm, Wazn und Naum. Und auf der linken Seite müsst ihr dann eben alleine schreiben. Hier haben wir jetzt At-Tadrib al-Khamis. Lahid wa'id ala al-Niqat. Also achte und wiederhole auf den Punkten. Und da sind dann eben die Buchstaben nochmal abgebildet, wie sie am Anfang, in der Mitte und am Ende aussehen. Alle drei Buchstaben Kaf, Lam und Nun. Und ihr müsst dann eben nur schreiben. Uktub fi da'ira al-harf alladhi tabda'u bihi al-kalimat. Natürlich haben wir schon fünf Module jetzt hinter uns. Das bedeutet, ihr müsst es verstehen. Und zwar möchte er eben den ersten Buchstaben, mit dem alles anfängt. Und wir haben dann Kitab, Buch, Kawi, Kanasa, Kawa, von Yakwi, Bügeln, Kanasa, Staubsaugen und Kathir, viel. Dann in der Mitte haben wir Lahm, Fleisch, Limada, warum? Lillah, für Allah, Fis. Sabilillah zum Beispiel sagen wir. Und La. Nein. Dann haben wir links Nahif, dünn. Naama, er ist eingeschlafen. Nazara, Brille. Und Naam, ja. Und mit den Buchstaben, mit denen die Gruppen dieser Wörter angefangen habt, müsst ihr dann eben den Buchstaben in den Kreis hinzufügen. At-Tadrib al-Sabi' اكتب في الدائرة الحرف الذي تنتهي به الكلمات. Also jetzt den Buchstaben, mit dem das Wort endet. Wir haben فضلك, من فضلك bitte. سمك, Fisch. حالك, deine Lage. وزنك, dein Gewicht. Dann haben wir in der Mitte أكل, er hat gegessen. فضل, also Güte. قليل, wenig. كيل, die Gewichteinheit. Und dann haben wir ganz links Jawan, das ist dann eben hungrig. Situn, 60. Samin, dick. Quran, Koran. Wenn wir runtergehen, dann haben wir Tadrib 8. Uktub al-Harf al-Naqis fi kulli kalimatin. Und hier möchte er eben den fehlenden Buchstaben. Wir haben dann Thania,
und dann möchte er eben den fehlenden Buchstaben darunter haben. Thania ist natürlich eine Sekunde. Wir haben darunter Salata, Salat, Furn, Ofen, Lahm, Fleisch, Naum, Schlaf, Kail, die Gewichtseinheit, Qalil, wenig und Samak, Fisch. Wenn wir zur nächsten Seite gehen, dann haben wir wieder eine Präsentation von Buchstaben und zwar Fa, Qaf und Mim. Hier haben wir wieder einige Buchstaben oder Wörter und hier haben wir Furn, Ofen, Tef'al, du machst, Nahif, dünn. Qahwa, Kaffee, Naqra'u, wir lesen, Atbaq, Geschirr. Und dann Min von, zum Beispiel Anna Min Almania, Samak, Fisch, Lahm, Fleisch. Wir haben dann hier Tedribat. Hier das Gleiche. Ihr müsst einfach nur die Buchstaben wiederholen. Und genau darunter haben wir dann wieder ein Tedrib, wo wir die Wörter, die wir hier oben erwähnt haben, einfach nur abschreiben müssen. Wenn wir dann zur nächsten Seite gehen, zur letzten Seite heute, dann haben wir At-Tadrib al-Khamis, Lahidh wa'id 'ala al-Niqat, wiederhole die Buchstaben auf den Punkten. Dann haben wir unten At-Tadrib al-Sadis, Sil bayna al-Harfayn al-Mutatabiqatayn oder al-Mutatabiqayn, verbinde die passenden Buchstaben, also die gleichen Buchstaben, muss man eben verbinden. Dann haben wir unten At-Tadrib al-Sabi', Uktub al-Harf alladhi tabda'u bihi al-Kalimat. Mit welchen Buchstaben fangen diese Wörter an? Wir haben natürlich Mia, 100, Ma, Wasser. Mia kann auch eine andere Schrift haben, also man könnte dazwischen noch ein Elif hinzufügen, das eben mit dem Mim verbunden wird. Ma'ida, Tisch, Qahwa, Kaffee, Fakiha, Obst und Fatur, Frühstück. At-Tadrib al-Thamin, Uktub al-Harf alladhi tantahi bihi al-Kalimat. Mit welchen Buchstaben enden die? Ta'am, Essen, Lahm, Fleisch, Duyuf, Gäste, Nahif, Dünn. Atbaq, Geschirr und Falak, wie zum Beispiel Qul a'udhu bi rabbil Falak. Dann haben wir Tisa, Uktub al-Harf al-Naqis fi kulli Kalima. Das fehlende Buch und den fehlenden Buchstaben. Und dann haben wir Fatur, Frühstück, Yufaddilu, bevorzugen, Duyuf, Gäste, Quran, Koran. Ganz am Ende haben wir noch Yaqra'u, er liest, Atbaq, Geschirr, Ma, Wasser, Ta'am, Essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schaut beim nächsten Mal nochmal rein. Bis dahin, Assalamu alaikum.